Machen die den ganzen Tag und dann kannst du den Klops wieder abholen. Was? Natürlich stimmt das. Kinder werden immer dicker und immer blöder. Probier doch mal aus, geh mal montags morgens zu Hause um 7:30 durch den Linienbus, wenn diese Masse Fleisch die Gänge verstopft. Sitzen da alle so blöd wie nur was. Die können, natürlich sind die blöd, die kriegen ja keine guten Noten mehr. Die können ja noch nicht mehr voneinander abschreiben, weil nur noch ein so ein dickes Kind in so eine Sitzbank im Bus passt. Früher konntest du da zu zweit nebeneinander sich so schön abfinden, das geht nicht mehr. Die Kinder werden immer dicker und immer blöder. Die Kante von mir auch, die haben auch so ein furchtbar dickes, blödes Kind. Ich war da letztens zu Besuch, ich hab den gar nicht erkannt. Ich dachte erst, das ist so ein Sitzsack. Deswegen heißen die auch Fat Boy. Muss man ja reden, warum sie so heißen. Ich wollte noch Hoppe Hoppe Reiter spielen. Hab ich auch gemacht, aber das vierte Mal runtergefallen bin, habe ich keine Lust mehr. Und das sind ja da zum Spielen, Idioten. Ja, wirklich, die da die Kinderbetreuung machen an Bord, die haben auch noch einen verdient. Das ist doch